dein Auftritt. Eindringlinge, keine Bewegung! Zwei weiter. Tschüss! Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Auf dich aber können wir uns echt voll verlassen, oder? Ja, nicht das wieder. Bei so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht, Nick? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, als für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Thank you.
Keine große Sache. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoß und... Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Keine krummen Touren. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft! Was zum... Die Tür! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Das wird ein Klang. Bis hier und da. Scheiße! Tschüss. Sind schon da. Und weiter geht's. Woher nimmt er nur diesen Charme? Bleib bei der Sache.
Ich passe hier auf. Jetzt reiß dich mal zusammen. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Schnell, Jesse wartet. Ab hier wird der Reaktor noch besser bewacht. Also mach keinen Mist, verstanden? Der Aufzug ist gerade noch unten. Drück mal den Knopf da. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt mit äußerster Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Victor, wo dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Moment.
schneller! Du bist am Zug! Arbeite gefällig mit der Gäste! Hier und nicht weiter. Das wäre geschafft. Cloud, dort drüben. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun ist. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf den Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Dann müssen wir ihn einfach zuvorkommen. Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur Blitzbefehl gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti. Fein. Ich bin unwürdig. Let's go.
Ich zähle auf dich. Auf Onkel Barrett ist verlassen. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö! Das ist ein Glück.
erzählt. Zeigen wir es ihm. Nein! Komm schon! Moment! Ein Stück! Ich zähle auf dich! Jetzt ist recht. Ich brauche eine Heilung. Schluss mit Absicht!
komm nicht dran! Detonation in 20 Minuten. Ha, geht doch! Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient! Los!